So, hallo zusammen. Tja, während ich jetzt in der Sahara am Rumtummeln bin, im Dünenmeer, seht ihr noch das Video, das letzte von Dus über die Stadt Dus und Umgebung und was ich so gemacht habe. Ja, ihr seht es, ab Freitag wird es veröffentlicht. Heute ist Dienstag und ich habe das extra bereitgestellt, weil ich ja ein paar Tage kein Internet habe, damit ihr mich nicht zu fest vermisst. Okay, dann ab die Post. So, ich bin in Dus und heute ist Markt. Schauen wir mal, was da alles gibt. Orientalisch, Zimt, Gewürze. Es ist fast 12 Uhr, die sind schon wieder am Zusammenpacken. So, das ist meine Ecke. Nüsse. So, ich habe mir 1 Kilo Cashew gekauft. Das hat gekostet 16, 17 Euro. Das riecht lecker. Ja, der Zug ist überall. Hallo. So, ich habe Gemüse gekauft. Karotten, Tomaten. Das Zeug ist stinkt, wirklich stinkt. Ja, hier sieht es aus wie in Italien. So, der macht jetzt extra gebrannte Mandeln für mich alleine, weil hier gibt es nur Erdnüsse, aber ich liebe gebrannte Mandeln. So, meine Mandeln dauert ein Weilchen, Viertelstunde, und der Markt ist jetzt bald verschwunden. Und dann bleibt nur noch der Plastik übrig. Aus 500 Gramm Mandeln wurden vermutlich über 1 Kilo. So, was schätzt ihr, aus 500 Gramm Mandeln, wie viel wurden schlussendlich gebrannte Mandeln? Ganze 1,5 Kilo. Das heißt, 1 Kilo Zucker ist da drin. Das war mir überhaupt nicht bewusst, ist ein bisschen viel. Das heißt, ich darf das auf keinen Fall am gleichen Tag alles verdrücken, sonst habe ich einen Zuckerüberschuss. Ja, mega viel, hä? Ja, etwas Ungesundes braucht der Mensch auch. So, ich mache mich jetzt wieder 6 Kilometer auf den Rückweg zum Camping Cinderella. Hier gibt es riesige Dattelplantagen. Wirklich, ich fahre jetzt schon 20 Minuten oder eine halbe Stunde sogar. Und es hört nicht auf. So Leute, vorher musste ich mit Schrecken feststellen, dass diese Schraube, die ich mit Loctite gesichert habe, schon wieder rausgefallen ist. Das ist ja unglaublich. Ich habe da nochmal alles kontrolliert. Gestern bin ich eben in meine Ersatzräder holen gegangen, die ich bei einem Tunesier einstellen durfte. Und dann habe ich ihn noch im Dorfzentrum von Dus zum Essen eingeladen. Dann sind wir noch tanken gegangen und dann hat er mich irgend so eine Rüttelpiste wieder zurückgeführt. Zum Glück habe ich wieder mal das Tracking auf Maps.me wurde aufgezeichnet. Dann habe ich wieder gebetet und einfach gesagt, dass Gott mich zu dieser Schraube führen soll. Und dann habe ich das Rad gepackt, bin jetzt gute 6, 7 Kilometer auf der Route gefahren. War eigentlich ganz entspannt, weil ich wusste, ich werde sie finden. Und ja, jetzt seht selber. Für das habe ich ein Bike und siehe da, meine Schraube liegt genauso da. Ich habe sie noch nicht angelangt. Ja, ich habe meine Schraube wieder. Und jetzt echt, ich muss glaube eine längere zutun, dann kann ich hinten noch eine Mutter ansetzen, weil irgendwie, ja, muss ich jetzt da echt eine Schraubensicherung einbauen.
Ich habe zum Glück noch kontrolliert, vorgestern, und habe runtergeschaut, habe ich gesehen, alles noch gut, ja, ich habe sie wieder. Jetzt habe ich sogar noch einen Hund gefunden und er kam sogar zu mir, kleiner, noch jung, ein Kind, hä? Ist natürlich klar, der läuft mir jetzt nach. Weil ich zu lieb mit ihm war. So, jetzt bin ich nochmal das Problem der ewigen Schraubenlösung angegangen. Loctite gekauft, extra stark und dann dieses Blech. Das sieht ein bisschen gebastelt aus, aber ja, hier reingeschlagen. Es hat eine Verzahnung. Ich hoffe, es hält und ihr verhindert es da am Durchdrehen. Ist eine provisorische Lösung, aber was will man machen, wenn man ja, keine Materialien hier kriegt? Also besser als nichts und jetzt hoffe ich, dass sie bleibt. So, jetzt bin ich mal hinter die Kulissen gefahren. Jeden Morgen mache ich ja meine Runde mit den Wölfen. Die müssen ja beschäftigt sein. Da sind Dünenwälle. Die sind eigentlich künstlich hergestellt, damit der Sand nicht da, ja, zu den Häusern kommt. Und jetzt gehen wir mal da durch den Wald. Ach, ich liebe Wald. Ja, mit diesen herrlichen Bäumen, leider gibt es fast keine mehr. Es gibt nicht mehr viel. Oder Regionen, wo da noch richtig voll mit so Bäumen ist. Es ist schade. So, ich habe den Wald verlassen. Jetzt bin ich da hinter diesen Dünen. Ja, und da geht eigentlich die Sahara dann los. Noch ein paar Palmen. Und da hinten ist dann Dus und kleine Vororte. So, wir haben eine Piste gefunden. Jetzt fahren wir einfach mal der entlang. Ich erkunde immer die Gegend, bis ich jeden Weg abgefahren bin. Wenn ich ein paar Tage stehe. Ja, der Weg hat uns zu einer Dattelplantage geführt. Groß, junge Bäume auch noch, die ist noch nicht so alt. Interessant, jetzt bin ich am anderen Ende angekommen und da sind schon wieder Dünen. Ja, die haben sich aufgetürmt über die Jahre, weil man da oben diese dieses Geflecht von Palmen hingestellt hat, dann bleibt der Sand hängen und dann wächst die und wächst die. Und jetzt hier, das kennen wir auch, haben wir doch auf einem anderen Video. Das hier ist aber nicht mehr in Betrieb. Trotzdem immer noch interessant. Ich denke, das hat man gemacht, um die Wärme abzuleiten, rauszubringen, wenn es da zu heiß ist, damit das ein bisschen abkühlt, all diese Kanäle. Sogar die laufen oben durch, nicht schlecht. Und hier hat sich der Sand aufgetürmt, sogar drüber gekommen. Und hier habe ich einen guten, schönen Ausblick und da seht ihr Sahara. Lauter Sand. Einfach nur schön. So, wenn wir schon mal hier sind, laufen wir auf diese höchste Düne. Das macht man am besten auf diesem Sandkamm, weil es da meistens hart ist und man sinkt nicht ein. So, jetzt bin ich oben. Wow. Oh, da hinten sogar Berge. Da hinten ist auch Dus. Und da seht ihr, das ist jetzt nur eine Seite mit der Dattelplantage. Und da, von da sind wir gekommen, da geht es richtig tief in die Sahara rein. Das war jetzt ein Rundumblick.
Ja, und hier sieht man auch, wie die das bauen. Also immer wieder Schilf da. Oder diese Palmenzweige. Immer wieder muss man die da draufsetzen. Dann wächst die Düne fast ins Unendliche. Man fängt unten an und ja, dann hält es ein bisschen aus. Aber ihr seht, das ist ja Wahnsinn. Hä? Schwer zu passieren. Mit einem Quad geht das sicher gut. Ja, alles Überbleibsel, diese Viadukte, sag ich mal. Läuft alles nicht mehr vorbei. Heute ist, glaube ich, mit Leitungen da. So, auch hier. Beton. Ja. Alles voll. Ja, das war auch mal irgend so ein Wasserteil. Und sogar Strom hier, der nicht mehr gebraucht wird. So, wir fahren jetzt irgendwo weiter da runter. Ja, ich habe einfach immer eine Neugier. Und dann ja, erkundige ich immer alles, egal wo mich das hinführt. Es ist noch schwierig hier zu fahren. Mein Reifendruck ist nicht optimal. Dann noch filmen. Aber es geht. Stacheldraht. Wieder Dünen. Verlassene Tiergehege, so sehen die übrigens aus. Da pfercht man die ein, meist in der Nacht. So, ich habe eine Piste gefunden, eine unbefahrene. Ich muss irgendwie hier wieder rauskommen. Da hinten ist der Turm wieder. Aber mit dem Bike muss ich sagen, ist vieles möglich. Ja, und so wird hier gelebt. Hier ein bisschen ältere Häuser, hier was Neueres. Da auch. Und da kommt der Autofriedhof. Nochmal ein anderer. Schauen wir das mal an. Ein alter Nissan Patrol. Ja, der steht schon lange da. Da gibt es noch einen Zyklonenfilter. Ja, nicht ganz. Ein Hilux. Das ist ja Wahnsinn, hä? Die Angie. Ja, da hat man alles praktisch rausgenommen, was man verwerten kann. Der liegt schon lange da. Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Tja, was für Männer, hä? Alles ist da, alles. Hinterachsen. Und die sind gar nicht so alt da. Vermutlich Unfallwagen, ich weiß nicht. Und ein Motorblock darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, Wahnsinn, hä? So, kleines Dorf und hier eine kleine Farm, Tierhaltung, kann man da angucken. Ja, die Hunde sind leider an der Kette. Hühner, alles ist da, sogar Enten hat's, habe ich gestern gesehen. Ist eine Frau da. Ja. Aber wir gehen jetzt wieder zurück auf dem Camping. Das war eine kleine Exkursion am Morgen früh. So, ich bin jetzt in Duus, mitten im Zentrum. Und wenn ihr mal Dattel kaufen wollt, dann geht hierher. Der spricht Deutsch, Schweizerdeutsch sogar. Und jetzt gehen wir einkaufen. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das hier läuft beim Einkaufen. Ganz normal. Also ihr seht, alles maskenfreie Zone.
ganz normal. Und die Leute, ja, denen geht's gut. So, haben noch Seife gekauft, Kernseife. Die kaufe ich immer in Afrika, weil da kriegt man noch das Grundprodukt ohne große Stoffe drin. Übrigens, mit dem dusche ich, mit dem wasche ich meine Hände. Bei mir gibt es keine Shampoos mehr, auch meinen Kopf. Ich habe fast keine Haare mehr. Das geht also wunderbar. Da wird gerade noch Wasser gebohrt. Dann hoffe ich mal, dass sie finden. So, wir kriegen hohen Besuch. Kann man wirklich sagen, hoch. Schöne Pferde und Kamel oder Dromedar. So, jetzt gehen wir mal in den Carrefour rein. Das ist schon lustig, jetzt bin ich noch im Carrefour, obwohl draußen ein Maskenobligatorium ist, für drinnen trägt hier so gut wie keiner eine Maske. Das interessiert die Leute alles offenbar nicht und für mich ist es natürlich auch angenehmer zum Sprechen und vor allem könnt ihr mich sehen. Das hier ist der Friedhof von Duus und so sieht das aus hier auf dem Friedhof. Tja, so Metallgestell und das war's dann. Ja, dann habe ich mich gefragt, was diese runden Teiler sind. Das sind offenbar Familiengräber. Speziell, he? Ganz schlicht. Sehen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. So, das war es wieder von mir. Ihr seht mich dann in ein paar Tagen wieder. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet in der Sahara zum verlorenen See, aber ja. Wenn ihr das seht, bin ich hoffentlich schon da. Hab's geschafft, oder? Ich musste umdrehen, wie auch immer. Ja, ihr werdet es dann hören und ich weiß es jetzt noch nicht, aber dann auch. Okay, schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch und ja, dürft auch abonnieren für alle neuen Zugänge und bis zum nächsten Mal und tschüss.